miteinander und hallo zusammen, ich begrüße euch zu der ersten Ausgabe von der neuen Saison von Tackling, zum billigsten Fußballmagazin der Schweiz. Heute noch ohne Michi, der ist wieder einmal verhindert, aber keine Angst, er kommt dann schon, nämlich in 2 Wochen, weil nächste Woche machen wir sowieso Pause, dort sind wir beide verhindert, aber zu dem kommen wir vielleicht noch später. So, das sind heute unsere Themen. Das erste Auswärtsspiel der Saison in St. Gallen. Und dann gehe ich darauf ein zum Klartext mit Remo Meier. Ja, zum Auswärtsspiel von St. Gallen. Da hat es ja alles drin gehabt, was viele nicht so gerne haben, nämlich den Videoschiedsrichter. Zu dem kommen wir aber kurz später. Jetzt möchte ich ganz kurz auf das Spiel eingehen. Und zwar. Ich bin verschrocken. Die erste Halbzeit finde ich, und das haben ziemlich viele auch so gesagt, auch unter anderem Thomas Heberli, ist ein bisschen erschreckend gewesen. Das ist zu wenig auf dem FCL. Und wenn man ein bisschen anschaut, wie soll ich sagen, wie St. Gallen auftreten ist, dann hat es mir doch ein bisschen Angst gemacht. Auch wenn das jetzt das erste Spiel war, für mich ist das fast ein bisschen schon eine, nein, das ist schon ein bisschen zu früh gesagt, aber es ist ein bisschen eine Standortbestimmung, wo steht man in dem Moment. Und der Einzige, der wirklich parat war, so meines Erachtens, das war der Marius Müller im Goal, der teils wirklich eine absolute Berechtigung hat, das neue Nummer 1 zu sein. Also da muss man sagen, Hut ab. Der war wirklich mit der wenigsten Spielpraxis der, um der erste parat war. So habe ich das auf jeden Fall aufgefasst. Ja, und dann kommen wir noch zu den entscheidenden Szenen, mal am Anfang wegen der Videoschiedsrichter. Darf er dort eingreifen oder darf er dort nicht eingreifen? Es ist ja irgendwie für gewisse eine tiefgraue Zone, die einen sagen, er darf nicht eingreifen, von den sogenannten Experten. Wir jedoch von Tackling zum Beispiel, ich kann hier für Michi reden, ich finde, auch ohne blau-weisse Brille hat da der Videoschiedsrichter eigentlich richtig reagiert. Weil wo das Foul passiert ist, das Foul, war mein erster Gedanke gewesen, hat ihn überhaupt berührt. Und der Videoschiedsrichter meldet sich ja nur bei einer krassen Fehlentscheidung vom Schiedsrichter. Also, wenn ein Spieler Schwalbe macht, ein Foul vortäuscht, um sich einen Penalty zu erschleichen und somit dem Spiel eine andere Richtung aufzudrücken, was ja ungerechtfertigt ist, finde ich, darf der VAR sich einschalten. Er versucht das Foul im Strafraum, Entschuldigung, der Spieler will auf den Ball und ich glaube nicht, dass er ein Foul versucht. Von dem her finde ich persönlich, oder mir persönlich von Tackling, absolut ein korrektes Eingreifen vom Videoschiedsrichter. Die zweite Halbzeit war ein bisschen ausgeglichener gewesen, aber gleich hat mir die Chance vom FCL gefehlt. Das mag vielleicht auch sein, dass St. Gallen gut verteidigt haben. Aber nochmal, ich glaube in der 67. Minute haben wir den ersten quasi Abschluss gehabt aufs Goal vom FC St. Gallen. Und dann ist der Penalty zugesprochen worden vom FCL, auch wieder durch einen Videoschiedsrichter. Ja, es heisst, er hat zu lange gebraucht. Es heisst ja einfach, beim nächsten Unterbruch wird das der Fall sein. Auch dort finde ich, der Videoschiedsrichter hat alles korrekt gemacht. Und am Schluss eigentlich den verdienten Sieg vom FCL würde ich jetzt nicht sagen. Es war ein glücklicher Sieg vom FCL. Handkerum kannst du auch sagen, wer Goal vorne nicht macht als St. Galler, bist du halt eigentlich selber geschuld. Ich habe schlussendlich eine Freude gehabt, dass das so weit gekommen ist. Was mir aber auch noch im Spiel ein bisschen missfallen ist, geschätzte Damen und Herren, Zuschauer und Zuschauerinnen, ich war ein bisschen enttäuscht über die Aufstellung. Das heisst, nichts gegen die Spieler, die gespielt haben. Man muss sagen, Experiment Schulz, glaube ich, auf der rechten Seite, das ist ein bisschen in die Hose, das darf man so sagen. Aber was mir ein bisschen persönlich gefällt hat, sind die jungen Wilden, die neuen, die man geholt hat aus dem Nachwuchs, oder respektive geholt hat von Lugano und vom FCZ letztes Jahr schon. Tia Chef, der Sala und der Mistrafovic, wo man viel Gutes gehört hat in der Vorbereitung, die sind nicht einmal im Aufgebot gesehen und vielleicht hätten die den einen oder anderen können für einen Aufschwung sorgen. Ja, und jetzt kommen wir zum Klartext vom 18. Juli mit Remo Meier. Ich habe natürlich gedacht, dass ich wahrscheinlich einer seiner grössten Kritiker sei, was seine Arbeit anbelangt. Darf man das Ganze nicht entgehen lassen. Und ich nehme es jetzt mal vorne weg. Ich habe auch noch eine Zeit mit dem ich
alleine zu schwätzen und er hat dort sehr, sehr, sehr viel Pluspunkte geholt, was auf der menschlichen Ebene anbelangt. Das bedeutet aber nicht, dass ich würde jetzt einfach so aufhören, ihn zu kritisieren, wenn mir etwas nicht passt, quasi von der Arbeit. Wie zum Beispiel ist meine Frage nicht richtig beantwortet worden, hat die Sache von den vier Goalies. Es hat geheißen, wir hätten Marius Müller schon länger beobachtet und ist jetzt zufrieden, ihn so zu geholt haben. Wieso kann man denn nicht einfach schon das früher in den jungen Goalies quasi so mitteilen, dass man eventuell einen Enzler noch rechtzeitig hätte können, an Kriens auslehnen? Und laut der Aussage von Remo Meier war das, gewesen, dass das auch dass sie ihn haben wollen, an Kriens auslehnen, den Enzler, wieder einmal. Aber Kriens hat dann einfach ihn nicht mehr wollen. Aber von außen her hat das einfach so ausgesehen, man hat nicht gewusst, kommt der Müller. In dieser Zeit hat man einfach den Goalies und Kriens in der Luft hängen lassen und Kriens hat sich einen eigenen Weg gesucht. Das ist meine Interpretation, ob das wirklich so war, weiss ich nicht. Kommt aber dazu eben die unnötige Vertragsverlängerung mit dem Dave Zibum, die man letztes Jahr gemacht hat. Jetzt hat man einfach vier Goalies auf der Lohnliste. Und wie lange es dann so wird sein, ja, es hat ja geheißen, es wird noch einer ausgelehnt. Eine zweite Frage, die ich im Remo Meier stellen durfte, war, wie das Scouting ein bisschen so aussieht. Und ich bin dort erschrocken, der FCL hat nur einen Scout. Wir reden hier nicht von dem Talentmanager. Dort haben wir jetzt mit dem Claudio Lustenberger einen neuen, sehr hoffentlich guten, denke ich auch. Aber richtigen Scout haben die nur einen. Und das ist, finde ich, ein bisschen erschreckend. Aber der Remo Meier hat mir ganz klar können sagen, dass dort ein Optimierungspotenzial rum ist, dass sie auch dran sind. Und das finde ich auch witzig und respektive wirklich gut, dass er es gesagt hat, im Verwaltungsrat wäre auch eine Optimierung nötig, dass dort einer vielleicht mit einem kleineren Fußballfach aus dem Fußballfach kommt, um das genau zu sagen. Ja, und auch im Gespräch 1:1 mit dem war er offen und ehrlich gewesen. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so viel Lachen gesehen und so fröhlich in dieser ganzen Zeit, wie wenn er sonst ein bisschen so auftritt. Also dort ist ganz vieles gut gegangen. Auch kommunikativ muss man natürlich sagen, auch wenn es mir jetzt ein bisschen anschließt, dass man nicht einfach sagen kann, jetzt haben sie wieder den geholt, jetzt haben sie wieder den geholt. Man erfährt ziemlich wenig und es geht nicht mehr raus. Also von dem her haben sie dort auch ein bisschen an Professionalität gewonnen. Ein Beispiel möchte ich in dem Sinne mal kurz nennen. Ich habe Remo Meier gefragt, wieso man eigentlich nicht GAD von Kriens holen wollte. Weil er ja ziemlich eigentlich ein auffälliger Spieler war, jetzt mit Dunkel bei Kriens. Und dann ist er ja den Weg zu Thun gegangen. Und er hat mir ganz klar gesagt, dass sie ihn beobachtet haben, aber sie für sich mussten feststellen, dass im GAD nicht wirklich für die Super League reicht. Und in Thun spielt man ein bisschen einen anderen Fußball, als das beim FCL ist. Nun denn, absolut coole Geschichte, muss ich sagen. Ich ziehe meinen Hut von Remo Meier, dass er dort war. Es war ein absolut starkes Zeichen, wunderbar. Man ist gespannt, wie es weitergeht. Ja. Das war es jetzt von der ersten Folge von Tackling für die neue Saison. Wie gesagt, nächste Woche sind wir nicht rum. Dort setzen wir eigentlich aus, für das erste Mal. Aber wir sind dann 2 Wochen später wieder für euch da. Jetzt zum Schluss habe ich wieder natürlich etwas ganz Spezielles für euch. Denn ich habe gehört, Luzern hat absolut einen grossen Fisch an Land gezogen. Und zwar nicht einen Spieler, sondern sie haben jetzt für Pausen-Events die Luzernerin, Rapperin Loredana verpflichtet. Sie haben ihr schon 700'000 Franken im Forum geboten, dass sie am nächsten in der Hauptzeit auftreten kann. Nur momentan haben wir keine Ahnung, was sie momentan so aufhalten. In dem Sinne, tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Tackling!